Der Pyromane ist die erste kaufbare Kreatur in Ark und ich wollte wissen, wie stark sie wirklich ist. Kann sie sich gegen Gigas, Karchas und die Alpha-Bosse bewähren? Das seht ihr gleich und ganz viel Spaß euch. Dann legen wir mal direkt los und werden uns auf dieses großartige Rafting begeben, wozu ich gestern ein Video gemacht habe. Das ist mein Pyromane Tame Raft und wir werden gleich mal gucken, ob wir zwei gute Pyromanes finden. Hoffentlich Männchen und Weibchen können die ganze Zeit verpaaren und dann, bis das 19 Stück sind, wahrscheinlich nehmen wir ein Yuti mit. Ich glaube, Yuti wäre eine gute Idee. Und dann gehen wir rein in den Bosskampf. Ich bin gespannt, wie stark der Pyromane wirklich ist. Ich habe jetzt super oft schon Sachen gelesen, dass die halt echt OP sind und Pay to Win sind super, super gut. Aber so gegen Bosse habe ich sie noch nie richtig getestet. Die haben einen eingebauten Sattel, also brauche ich auch keine Drops farmen und muss keine Sattel craften. Das ist halt auch ein großer Vorteil. Aber in der Boss-Arena ist halt Wasser und deshalb könnten die möglicherweise gar nicht so gut sein. Aber wir gucken uns das Ganze einfach an. Was wir natürlich auch wieder abchecken ist, wie stark ist er gegen eine Giga oder eine Karcha. Ich denke aber, Giga kriegen wir absolut auf den Döns. Aber Karcha könnte möglicherweise zu besiegen sein. Ich bin mir nicht sicher, aber ich sehe da zumindest eine Chance. 145er Mail Pyromania, da sind wir sowas von drin. Und der ist auch noch in der Nähe. Oh mein Gott, das ist ja großartig. Das ist alles ein bisschen sehr eng hier. Ich hoffe, dass meine großartige Konstruktion einfach funktioniert. Wir machen mal das Tor auf, gucken, ob der hier so reinjumpt. Ich schieße ihn einfach an. Das war ziemlich viel Damage. Und jetzt nicht Makro. Muss ich hierher und noch ein Stück? Jo, okay, jetzt auf einmal. Ja, ist ja okay. Okay, das kam ziemlich unerwartet. Ey, kannst du noch ein Stückchen mitkommen? Ein kleines Stückchen? Ich könnte ja eigentlich auch so zähmen, tatsächlich. Ich könnte einfach nochmal schießen, dann könnte ich reiten wahrscheinlich, oder? Warte. Meine Knarre macht ja ultra viel Damage. So. Nein! Ah, ich war zu spät. Nein! Er ist drin. Nice. So, Tür zu. Du bleibst jetzt erstmal hier, Kollege. Ich glaube, du hast nämlich Cooldown. Ich bring dir was zu essen vorbei, okay? Wie findest du Raptorbraten? Ich hätte hier nämlich einen für dich. Ich hoffe, dass ich damit irgendwie hochkomme. Ich mache einfach die Tür auf. Oh, egal. Hier, willst du einen Raptor? Gib dir den. Ehrlich. Er ist deiner. Hier. Nice, er ist ja full life. Sehr gut, so. Ich mache einfach. Komm, was soll schon schief gehen? Okay, so gar nicht. Nice, ich darf. Sehr gut. Muss ich nur aufpassen, weil ich habe den echt low geschossen. Das ist ein anderer Pyro. Welches Level? Welches Level? Welches Level? 145. Ihr wollt euch flachsen. Ihr wollt euch flachsen. Ihr wollt euch flachsen. Ihr wollt euch flachsen. Das schaffe ich nicht. Das schaffe ich nicht. Ich bin super low. Ist hier irgendwas anderes zu essen? Hier ist nichts zu essen. Ich hätte ihn wegbringen sollen. Ich wusste es. Rückzug, Rückzug, Rückzug. Okay. Läuft super. Springen wir hier rein, Kätzchen, Kätzchen. Hallo. Anscheinend habe ich dieses Raft ein bisschen zu tief gebaut und wenn ich hier im Wasser bin, ziehen die keine Aggro. Das ist denen einfach zu tief. Guck mal, da werde ich einfach ignoriert von denen. Egal, wo ich stehe. Und das soll ich noch nie. Okay, ich habe eine Rampe gebaut. Und jetzt haben die richtig Bock. Nur treffen sie irgendwie nicht. Die haben kein Aim. Aber hier sind so Aggro, wenn ich hier oben drauf stehe. Perfekt, da mache ich jetzt die Tür zu. Danke. Jetzt machen wir dasselbe nochmal mit dem anderen Kätzchen und hoffen, dass wir hier dann gleich drehen können, ohne dass... Guck mal. Guck mal, der läuft sogar von selber rein dann. Oh mein Gott, das ist ja super. Die Rampe ist der Weg, Leute. Die Rampe ist echt der Weg. Jetzt kommt halt der Moment der Wahrheit. Sind wir zu nah an Land und baggen die raus? Ich glaube nämlich schon, ich würde nach rechts drehen. Aber da ist auch ziemlich eng, da die Gasse. Komm schon, dreh dich bitte, Raft. Ja, entspannt. Nee, hat gut geklappt. Jetzt mache ich gleich hinten noch eine Rampe dran. Und dann verfüttere ich den beiden mal eben irgendein Tier, dass sie wieder full life sind. Und dann habe ich ein Männchen und ein Weibchen. Das war einfach als erwartet. So, wir haben jetzt da vorne noch eine Rampe. Das ist die Dino-Ablieferrampe. Jetzt nehmen wir einfach den Dillo hier mit. Und können hoffentlich den rechten füttern, dass der wieder full life ist. Der linke, der ist gleich schon wieder überhalb. Das dürfte eigentlich schon wieder klappen. Dann gebe ich dir einmal einen mit der Pickaxe oder so. Das dürfte dann schon reichen. Warte, hier, komm mal her, Kollege. Willst du was zu essen haben? Ich habe hier was für dich. Ah, nice. Der ist wieder full life. Kann ich dir mal eben einen mit der Pickaxe geben? Und du bist dann wieder... Darf er nicht rein? Dich davon rein? Hä, wie easy. Das läuft ja super gut. Hä, da seht ihr mal. Pyromane-Falle hat er doch noch reingekickt, ey. Hätte ich vielleicht gleich so machen sollen. Aber ich war wieder zu faul und dachte, ich kann das da mal eben schnell auf der Insel machen. Ich habe mal 10 Raids, also es geht super, super schnell, die zu zähmen. Zack, er ist schon gezähmt. Lassen wir den mal brennen und holen uns jetzt unseren zweiten ab. So, den liefern wir hier ab. Ey, das ist ja so chillig, hä? Dann kann ich die auch einfach direkt nach Hause bringen. So, nächster Kollege hier. So, du kriegst einen Hit. Jetzt kriegst du noch ein, zwei mit der Axt oder einen. Zack, zack, darf ich dich reiten? Ich darf dich reiten. Perfekt, perfekt. Guckt euch das an, Leute. So machen wir das hier. 94%. Einmal noch. Zack. Und wir sind fertig. Die Zucht kann beginnen, meine Lieben. Da beginnt sie auch schon. Die große Paarung. Und dann warten wir auf unser erstes Baby. Und das ist hoffentlich ein Weibchen. Nicht, dass wir da irgendwie die untereinander ein bisschen, ne, miteinander, aber ja, vielleicht schon. Da ist auch schon unser erstes Baby. Ist es nicht süß? Komm, jetzt raus da aus dem Po. Was ist mit dir schon wieder los? Zack,
Da ist er. Nach langer und verdammt harter Arbeit habe ich hier meine großartige Pyromane-Armee. Das ist bisher nur 15. Ich habe da jetzt gerade noch einen rausgeholt und die sind jetzt auch noch ein paar. Und dann muss ich nochmal dahin, muss die alle mit dem Schweinchen nochmal healen und dann muss ich irgendwie meinen Yuti wiederfinden. Ich weiß nicht, wo ich den gelassen habe. Wahrscheinlich beim blauen Obi. Und dann gehen wir rein in den Bosskampf. Ich bin sehr gespannt, wie das Ganze läuft. Ich glaube, wir sind einfach soweit, Leute. Das hier sind 19 Pyromanes. Was mir aufgefallen ist, wenn die frisch geschlüpft sind, haben die am Anfang keinen Sattel. Also wenn die einmal auspackt und dann wieder einpackt. Ich denke mal, mit Kryo geht das auch. Ich weiß, dieser komische Knarre hier ausgepackt wieder und jetzt hat er einen Sattel. Also 60 Armor haben die Kollegen hier alle und damit geht's jetzt rein. Ey, Pyromanes, ich muss mal durch, bitte. Lass mich an die Terminal. Jetzt noch ans Inventar zugreifen, bitte. Oh mein Gott, es hat geklappt. Wisst ihr was, wir starten einfach direkt, weil da komme ich nie wieder dran. So, es kann losgehen. Ich bin tatsächlich sehr gehypt. Ich werde hier direkt mal den Damage Boost machen. Ich werde auch mit denen nicht hier aus der Base rausgehen, sondern mich eher noch weiter in die Base reinstellen. Nicht, dass die ins Wasser kommen, weil im Wasser ist schon ein bisschen stinkig, glaube ich. Da machen die auch ein bisschen weniger Damage und so. Und sowas wollen wir natürlich nicht. Deshalb laufen wir hier ein bisschen hin. Und ich mache mal die Brutter immer zuerst. Aber wisst ihr was, wenn der Affe schon so in uns reinrennt. Attacke, Jungs! Attacke! Das hier ist übrigens Gamma. Und dafür muss ich sagen, machen die gar nicht mal so nice Damage, oder? Aber sie schaffen es, wie sie so damage-mäßig aus haben, wie viel Damage bekommen. Ja, bisher so gut wie gar nichts, ne? Also Gamma ist halt einfach so easy. Da kannst du, glaube ich, mit egal was reingehen. Da kann ich wahrscheinlich auch mit Aradeus reingehen, wenn ich richtig Bock habe. Die Buta sollte noch einfacher sein. Da machen wir wahrscheinlich noch mehr Damage. Aber ich glaube, Alpha wird nicht möglich sein, oder? Mit dem Wurscht hier? Wir werden es testen. Sie sind alle fast full life, vielleicht doch. So, der Affe ist jetzt down. Und die Spinne, ja, die Spinne ist halt auch kein Ding. Ich sollte vielleicht mal ein bisschen schreien auch. Ich sitze einfach auf Duty, rede hier mit euch und habe ganz vergessen zu schreien. Zack. Gamma, easy, alle fast noch full life. Guckt euch das an. Wir gehen einfach mal bei Alpha rein, gucken uns das Ganze an. Könnte in die Hose gehen, bin ich ehrlich. Ich habe das Gefühl, das geht eher in die Hose, als dass es klappt. Ja, wollen wir mal gucken. So, wo ist mein Duty? Ich hoffe, mein Duty ist geheilt. Oh mein Gott, bei dem habe ich gar nicht nachgeguckt. Das könnte problematisch werden, was gerade passiert. Oh, no, 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 no. No, 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 ich will keinen Stein abbekommen. Okay, greift an, Jungs. Ich wollte mit euch jetzt weiter nach hinten, aber anscheinend darf ich nicht. Ich darf hier nicht mal raus. Okay, ich bin komplett stark. Diesmal kriegt ihr auch ordentlich Damage. Darf ich raus? Einmal? Einmal, bitte. Ich will nicht alles ab... Au! Okay. Okay. Okay, ich habe ordentlich Damage bekommen. Ich glaube, meine Kollegen hier auch. Der Affe hat noch nicht so viel Damage. Ich hoffe, der wirft nicht gleich den... Der wirft nach mir eine... Aua. Okay, ich bin fast tot. Ich sollte vielleicht ein bisschen... Einmal brüll ich noch und dann renne ich erstmal ein Stückchen. Oh mein Gott, nein. Warum so langsam? Irgendein Affe hat mich angepumpt. Nein, das war's, Yuti. Wow, wow. Damit habe ich nicht gerechnet, tatsächlich. Interessant. Ich weiß nicht genau, wie das läuft jetzt. Ich habe einfach die Arena jetzt nochmal betreten. Was mir gerade auffällt, ist, mein Yuti war vielleicht möglicherweise nicht gelevelt. Der war frisch gezähmt und ich habe vergessen, den zu leveln. Das ist mir gerade erst aufgefallen, nachdem ich gestorben bin. Was passiert jetzt, wenn ich in die Arena gehe? Sterbe ich dann direkt wieder? Lol. Es ist einfach alles tot dann? Oh, das wusste ich nicht. Das ist ein bisschen unlucky. Wer mich kennt, der weiß, so schnell gebe ich nicht auf. Das war mein großer Fail, dass ich den Yuti nicht gelevelt habe. Ich habe auch all mein Stuff verloren einfach. Es ist einfach alles weg. Aber wir gehen in Runde 2. Ich werde die hier alle maten lassen. Die werden ganz viele Babys machen, hoffentlich. Und dann legen wir direkt wieder los mit einer neuen Armee. Und die wird natürlich eh viel besser. Also da bin ich mir ganz, ganz sicher. Auf jeden Fall für diese ganzen Qualen, die ich durchleben muss, Leute, lasst gerne mal ein Like da. Lasst gerne mal ein Abo da. Das wäre super, super lieb von euch. Ich will sehr weiter. Auch wenn das meine eigene Trotteligkeit vielleicht wieder war. Könnte sein, dass ich selber schuld bin. So, Leute, Runde 2 kann beginnen. Yuti ist ready und die ganzen Pyromates auch. Neue Runde. Neues Glück, meine Lieben. Oh Gott, ey. War das ein Fail. Ey, bitte nicht nochmal. Das halte ich nicht aus. Ich hoffe, der Yuti ist diesmal nicht so ganz so stuck in den allen. Das wäre ganz cool. Ey, er ist diesmal wirklich nicht stuck. Oh mein Gott, das ist ja genial. Ey, Leute, kommt alle mit. Kommt alle mit. Alle ein Stückchen nach hinten. Erstmal kurz Rückzug, Rückzug. Wir wollen nicht ins Wasser. So ein Ding ist das. Ja, sehr gut, sehr gut. Und der Stein fliegt schon. Ich würde gerne dodgen. Okay, ich bin auch gedodged. Attacke. Attacke. Alle rein. Nimm den Hops. Komm, diesmal aber. Diesmal gehe ich nicht drauf. Also vielleicht schon, aber das sehen wir gleich. Oh, bis jetzt? Gefällt es mir halbwegs gut? Nee, es gefällt mir doch nicht so gut. Der eine hat 7k Leben noch, hä? Habe ich den nicht geheilt? Die muss ich doch geheilt haben. Oh mein Gott, die sind alle schon so low. Nee. Pyromates beim Boss sind der Shit. Nein. Greif die Spinne an, greif die Spinne an. Vielleicht schaffen wir es dann noch. So, wir rennen ja mal so ein bisschen im Kreis. Bis jetzt hat er mich ja gefühlt noch gar nicht erwischt. Ey, mach doch die Buchmutter jetzt fertig. Scheiß auf den Affen, scheiß auf den Affen. Die hat er mich nicht getroffen.
Oh shit! Ich bin doch im GCM, weil ich vorhin was gebaut habe. Ich habe mir eine neue Flinte gebaut vorhin. Oh no, liegt das da dran? Kann er mich nicht hitten? Oh, der kann mich nicht hitten. Ich scam ja schon wieder rein. Oh, ich bin so ein Trottel. Und ich wundere mich, dass ich kein Damage bekomme. Ja, jetzt weiß ich auch warum. Kann ich mal ganz schnell hier aus dem GCM rausgehen? Hab's getan. Okay, jetzt sehen wir mal, wie viel Damage ich jetzt so bekomme. Wenn ich jetzt Full Aggro habe. Warte, jetzt tanke ich auch ein bisschen. Auf nett, okay? Um das Ganze auszugleichen, tanken wir jetzt mal auch ein bisschen. Ich hatte nämlich diesmal viel, viel mehr Leben halt. Ich hatte letztes Mal einfach Standardleben. Ah, guck mal. Das ist ja kein Ding. Okay, hätte ich trotzdem easy geschafft. Ich hatte gerade echt ein bisschen Sorge. Jetzt hatte ich gerade schon... Ey, erster Versuch sterbe ich einfach. Zweiten Versuch habe ich jetzt sehr mal. Ich könnte schon wieder weinen. Aber schaffen die das? Die schaffen das easy, oder? Ein paar sind sehr low. Aber ein paar geht's auch noch richtig gut. Tatsächlich schaffen sie es. Aber ich bin ganz ehrlich, Leute. Das hätte auch in die Hose gehen können. Also Pyromains für Alpha-Bosse ist nicht unbedingt der Weg. Also definitiv nicht. Vor allem jetzt am Anfang habe ich mit GCM ein bisschen reingeschietet. Ich glaube, das könnte sogar sein, dass wir ohne verloren hätten. Guckt euch das an, das Leben von denen ist echt nicht so viel. Wir haben es geschafft. Nicht ganz legal, muss ich ehrlich zugeben. Ich schaffe es halt nicht nochmal jetzt so viele Babys zu produzieren, sonst würde ich es nochmal machen. Ich würde sagen, das hat eigentlich gezeigt, Alpha-Bosse mit denen eher nicht, Leute. Alpha-Bosse eher nicht. Tatsächlich hat der super schöne Pyromain überlebt und hier ist gerade ein Karcher Level 130. Und ich würde sagen, kleiner Test. Schaffen wir das? Der hat 71k Leben. Ich glaube ja nicht, aber wisst ihr was? Wir gucken einfach mal. Diesmal bin ich übrigens nicht im GCM, er greift mich trotzdem irgendwie nicht an. Nicht, dass ihr denkt, ich habe hier wieder Shitty-Modus an. Diesmal bin ich tatsächlich unschuldig. Also ein Alpha und ein Karcher ist es nicht. Sage ich euch so, wie es ist. Das ist es einfach nicht. Ich mache das Feuer hinter mir und hoffe, dass ich den irgendwie anzünde oder sowas. Klappt aber eher geht so. Kann man das nicht beim Sprinten machen? Kann man das nur beim Laufen machen? Oh Gott. Was macht ihm aber gut Damage? Das macht ihm richtig viel Damage. 320 pro Tick? Das ist schon wild. Aber damit könnte man ihn besiegen, theoretisch, glaube ich. Ist halt nebenbei ständig irgendwelche Sachen, ne? Da hat man halt keine Chance. Wenn der gerade ein bisschen Leben verloren hat, sucht er sich irgendein Ziel und ist das schnell. Und ich kann nicht immer Feuer pupsen. Also ohne andere Dinos drumherum hätte man möglicherweise eine Chance, sage ich mal. Wenn man die ganze Zeit diese Feuerlinie macht und den immer wieder anzündet. Aber so keine Chance, Leute. Giga brauchen wir gar nicht testen. Dann würde ich sagen, das war's auch schon, Leute. Lasst gerne ein Like oder Abo da für die ganzen Mühen, die ich mir gemacht habe. Und dann sehen wir uns hoffentlich bei dem nächsten Video wieder. Tschüssi.